willkommen zur nächsten Folge Ghost Recon Wildlands. Genau. Oh nein, 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 nein! Und da versucht gerade einer zu landen. Vielleicht sollte ich Abstand halten. Abstand kann nicht schaden. Oh, wie ich hier Problem sehe, ist, hast du das hier an den Strommästen gesehen? Moment, ja, ich habe gesehen, dass da welche sind. Ja. Und runter! Okay. Das war aber eine schnelle Landung und der qualmt ein wenig, ne? Ja, die Scheibe hat auch ein bisschen was abbekommen. Ein bisschen. So, dann starte mal. Ich markiere das nächste Ziel. Nein, das war's nicht. Zeigen wir, dass Casitas Resort kein sicherer Hafen ist, wie das Kartell behauptet. Der gelbe Punkt? Ja. Überfallen Sie das Casino und erschrecken Sie die Besucher. Ich will Sie im nächsten Flieger raus aus Bolivien sehen. Ey, wir können uns hier auch wieder besser in die holen. Also, flug ruhig weiter. Wir sollen das Casino überfallen und die Besucher erschrecken. Besucher erschrecken wir nicht hin. Erschrecken, nicht töten, ne? Das ist ein Unterschied, ne? Wenn ich aber einen Passanten. Nein, wir sind eigentlich von der Regierung, ja. Doch die anderen. Wir sind von der Regierung. Ach, komm. Wir sind korrupt. Nicht wirklich. Wir gehören zur Ghost-Einheit, ja? Das gibt es gar nicht eigentlich. Warum sind die eigentlich so sehr froh? Ja. Punkte. Verdächtigt. Sehen die uns hier schon oder was? Das weiß ich nicht. Flieg da nicht hin. Hier ist das Ziel noch nicht, hier unter uns. Ja, aber ich werde hier überall verdächtigt. Dann verlass bloß das Gebiet. Wir müssen irgendwo landen erstmal. Vielleicht nicht hier. Flieg da mal an den Strand oder so. Keine Ahnung. Wo ist eigentlich jetzt hier runter? Ja, hier sind auch rote Punkte. Schlecht. Aber so nah am Strand ist auch aufwendig. Ja, dann halt nicht so direkt am Gebäude, daneben ein wenig. Nicht im Wasser. Und wir werden verdächtig. Ich muss weg. Du musst fliegen. Oh, das ist cool. Hier in der Bucht irgendwo landen. Nicht da oben. Irgendwo. Ja, wir nehmen das Auto. Passt. Los geht's. Hey! Okay. Oh nein, ich schieb her. Wo war die Straße? Oh mein Gott. Hier links, ja, da. Genau, du bist drauf. Ich bin der beste Fahrer. Ja. Alter! Den hab ich nicht. Nein! Erstmal fett die Warnmeldung Mitte des Bildschirms, Zivilist getötet. Hier ist das Casino. Und los, einfach rein. Wir werden entdeckt. Nee, das sind viel zu viele Gegner. Das weiß ich schon. Ich bin überhaupt nicht entdeckt. Nee, noch nicht entdeckt. Aber das sind sehr viele Gegner. Wir müssen jetzt spotten. Ja, bin dabei. Die Drohne ist oben. Oh, das ist sehr viel los, würde ich sagen. Okay, auch Besucher sind dort. Der Wagen hat einen Alarm. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Kann ich die beiden auf dem Parkplatz ausschalten? Wenn du schnell und laut durchschaffst, ja. Ansonsten wird's riskant. Ein Drecksack weniger. Die wissen, dass wir da sind. Ja. Ne, wir kriegen gleich hinten, von hinten Ärger. Wir müssen die ausschalten. Okay, das war's. Sniper oben drauf. Hab den Sniper. Bisschen noch gut gehen. Junge, ich bin gerade voll eingeheilt. Unser Ziel haut ab. Ziel ist egal gerade.
wir fast down. Das ist eher gerade schlimmer. Pass auf, da kommt einer zu dir. Hab ich. Muss mich gerade heilen lassen. Schaffst du's? Nee, wenn der gut sich bewegt, ist es ein bisschen schwieriger. Ich schaff das kaum gerade hoch. Fuck. Granate fliegt. Eine Granate, pass auf, Granate ist bei dir. Gleich. Okay, den hab ich. Okay, den am Parkplatz hab ich. Da ist noch ein roter Punkt. Wo ist der denn da überhaupt? Der ist drin. Da ist noch mehr. Das sind noch mehr oben im Obergeschoss. Nicht markiert anscheinend. Ich markiere kurz. Keiner mehr markiert, aber das sind zahlreiche noch. Den oben? Ja, warte, ich hab einen Cooldown. Oh, noch was? Casino voraus. Nur Zerstörung und Lärm, Leute. Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen. Wartet. Oh, da sind mindestens zwei Gegner. Die Hälfte ist voll. Fuck it. Einer oben Obergeschossen. Und ich bin wieder online. Oh, im Obergeschoss auf jeden Fall einer. Wir müssen dahin, bevor gleich noch Nachschub eventuell kommt. Ich weiß ja nicht, wie das läuft. Casino voraus. Ich gehe rein. Ne? Zerstörung und Lärm, Leute. Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen. Reißen wir dem Motherfucker das Haus ab. Virtuell drin. Hab ihn. Ich bin drin, kommst du rein? Müssen vorrücken. Wir sollen 42 Spielautomaten und Spieltische zerstören. Unser Ziel. Keine Ahnung, wie man das macht. Ohne Granate! Okay, Achtung. Wer Granate eine? Kommt. Ich habe eine geworfen. 11 zerstört. Oh, die ganzen Münzen, die will ich auch haben. Zerstören. So Munitionsverschwendung, ne? Das ist wirklich so. Warum so Munitionsverschwendung? Koko? Ich hab keine Muni mehr auf einem von denen. Ich bin nicht mehr zerstört, okay. Wo sind die letzten? Ich hab nur noch 20 Schuss. Wir haben markiert. Hier, die Tische kann man glaube ich auch noch zerstören. Jo. Oder hast du noch welche? Ja, und wo ist der letzte? Warte. Die VIPs sind geflohen. Das Gebäude liegt in Trümmern. Nein. Der Pionierkumpel gefällt mir. Ich brauche neue Muni erstmal. Mit Sicherheit kann ich das aufmerksam. Ja, jetzt siehst du doch. Hier im Haus und vorne. Ich hol vorne, du im Haus, okay? Wo sind die? Kann im Obergeschoss sein. Na, ich bin wieder voll. Ach, hier. Ja. Teilen wir uns immer so auf, okay? Jo. Dann haben wir immer genügend Muni. So, dann holen wir uns wieder unser Auto und fahren zum Heli. Toll. Ja, guck mal, wie der Typ hier vor mir steht. Ich seh's. So, bis gleich. Bis gleich. Oh, die erste Palme mitgenommen. Hoffentlich. Oh, der hat eine MG einfach drauf. Warum nicht? Zivilbevölkerung, ne? Ne, das sind Rebellen von uns. Hilfe von uns. Die
Grünen sind Rebellen, unsere Friends. Was soll der hier nicht? Kann sein, dass der despawned ist. Nee, der ist noch da. Hab den markiert. Ah, hast du markiert. Okay. Siehst du meine Markierung? Ja, wenn ich jetzt nicht schaffe, die Position zu wechseln. Irgendwie ein Auto geschafft, die Position zu wechseln. Frag mich nicht wie. Ja, es geht irgendwie mit Maustaste, ich weiß es nicht. Okay, ich stehe auf, überleg auf dem Dach. Aber ich bin dort, sorry. Oh, ich bin auch bald da. Ach, du hast den in der Schräglage gefragt. Oh, ich mach dort schon. Ich will als Passagier. Ich kann nicht einsteigen, ist ja Schrott. Also, als Passagier geht. Na. Vielleicht geht das erst, wenn du drin bist. Ah, wenn, ich du, wenn du drin bist, ja. Guck mal, der richtet sich von selber gerade. Ja. Ja. Oh, siehst du die roten Fahrzeuge? Ja. Und den lilanen Heli? Ja, das ist ein Nebeneinsatz. Das können wir schaffen, komm. Den Konvoi, unser Ziel. Den Konvoi zerstören. Also. Den LKW, der soll heil bleiben. Die Besatzung vom LKW soll getötet werden und die beiden Nebenfahrzeuge zerstört werden. Oh! Fuck! Aussteigen, aussteigen. Mit dem Wagen da hinterher, schnell. Die Ängste. War gut, dass ich Fahrer bin, oder? Ja. Guck mal, Straße. Ja, das soll eine Straße sein. Ja. Kiesweg. Wie war das ohne Zivilbevölkerung, Mann? Jetzt schieß! Bin dabei! Alle umbringen von denen. Er ist nach vorne, nicht da hinten. Und der Wagen fällt. Raus. Das sind Freunde hier. Könnt ihr uns mitnehmen? Ne. Mit, bei mir ist ein Gegner nur gerade. Ja, komm, steig einfach rein. Fahr, Gummi. Gar nicht so einfach werden, der Fahrt. Seht ihr das? Ein ganz tolles Resort. Was ist denn mit dem Typen? Feinde. Der vor uns. Was war das? Fahr weiter, egal. Ein Typ hier. Fahr weiter. Wackel nicht so. Ja, sagt es nicht. Gar nicht so einfach, ne? Der Fahrer ist tot. Kümmere dich um das vordere Fahrzeug. Mal von vorne. Ein ganz tolles Resort. Ein kartelleigenes Resort. Erschreckend wie bürgerliche Typen stören den Kartelltourismus und schaffen Casitas Arsch nach Agua Verde. Wir haben nicht das schnellste Fahrzeug, kann das sein? Nee. Aber wir haben ein Fahrzeug.
Okay, da vorne sind die. Nur noch ein Begleitfahrzeug und der LKW. Wir knüpfen uns das vordere Fahrzeug vor. Bowman hier Nomad. Was haben Sie über San Mateo? Ich kann nur fahren. San Mateo. Ja, ja. Während der letzten Jahre sind viele Menschen. Der hat eine Kanone. Oh, den habe ich umgebracht. Getroffen. Nicht so nah. Nur noch der. Ab, 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 ist tot, ist tot. Der LKW, den Fahrer umbringen. Umbringen vom Fahrer. Das sind zwei Typen, die müssen wir noch töten. Fahrer und Beifahrer. Der hier. Boah, ich hoffe, wir kriegen den. Ich kann halt nicht von hinten drauf schießen. Der muss einen guten Zustand noch haben, der Wagen. Und den. Nicht rammen. Oder zumindest versuchen, nicht rammen. Ich hab keine Muni mehr. Okay, muss ich mit der Sniper oder mit der Pistole. Gib Gummi. Alter. Näher, weiter vor. Ist die Kiste so langsam? Ja. Kann doch nicht sein. Alter! Ja, ich treffe ihn davon einfach so nicht. Der bremst! Der steckt aus! Raus! Hab ihn! Noch einer! Hab ihn! Da bin ich wieder. Nicht zerstören! Ach, wissen Sie was, schon gut. San Mateo. Ist der Wagen umgefallen. Während der letzten Jahre sind viele Leute in dieser Provinz verschwunden. Er brennt. Oh, Politiker. Ja, ich markiere ihn gerade trotzdem als den Gegner. Jeder, der dem Kartell das Leben schwer macht. Jeder, der dem Kartell gehört. Ja. Wir reden hier über hunderte von Menschen, die ich brauche aber neue Muni. Wir müssen irgendwo hin, wo es neue Muni gibt. Hier. Finden Sie heraus, was mit ihnen geschehen ist. Nehmen das Fahrzeug, komm. Familien brauchen einen Anhaltspunkt. Und dann machen sie dem Scheiß ein Ende. So, verstanden. Taxifahrer ja, Mario, wohin fahren du wollen? Muni, ich brauch Muni. Wo ist Muni? Ich weiß es nicht, egal. Oh. Und ich weiß, wo Muni ist. Ah, ich hab noch eine Durchsage da. Diese Menschen sind Feiglinge, Saboteure, Terroristen. Und wir werden ihre Anwesenheit hier nicht dulden. Bringt mir den Kopf eines dieser störenden Friede und ich zahle die... Warte mal kurz hier. Sicarios des Kartells, den Männern und Frauen der Unidad und den loyalen Dorfbewohnern und Bauern Boliviens. 1 Million. So, ich beende mal die Folge. Willst du noch ein paar Worte sagen, gerade zum Schluss? Vielleicht nur, dass wir mal hier gucken sollten, was hier los ist. Hier sind nur überall rote Punkte. Ja, das werden wir in der nächsten Folge. Das ist eine Tankstelle anscheinend in Hand des Kartells. Die Tankstelle werden wir natürlich befreien. Aber das in der nächsten Folge, ne? Jo, dann schaltet ein, wenn es demnächst wieder heißt bei uns auf dem Kanal Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands spielen wir ab, ne? Oder guckt euch die anderen Let's Plays an, wenn ihr Bock drauf habt. Genau. Bis dann. Ciao.